Ich hab Brüste. Kuckuck. Kuckuck, geht's dir gut? Hab's. Alles in Ordnung bei dir? Ich war also frei und hab mich hier sicher gemacht. Eieieiei. Hat mich irgendwie mal von hinten gebumst? Ja. Zum Glück mit Helm, nicht wahr? Ja, ja. Aber sonst geht's Ihnen gut, ja? Ja, Schulter tut ein bisschen weh, aber... Brauchen Sie ein MD? Nee, ich gehe gleich danach zum Arzt. Aber ich fahre auf jeden Fall nicht mehr. Alles klar. Falls Sie auf jeden Fall doch noch ein MD brauchen, sagen Sie Bescheid und nur sofort, ne? Ja. Ja, wir haben eh bald Schicht. Gehe ich frei, also gehe ich alleine zum Arzt. Alles klar. Dann würde ich euch beide nochmal bitten, auf die Bande zu treten, damit ich mich um das Kart kümmern kann. Opa. Ja, das geht schneller als man denkt, ja. Ja, fahr mal. Muss hier ein bisschen abbremsen. Da hat mich irgendjemand von hinten. Ja. Nicht schlimmer kommen können. Nee, solange nicht weiter passiert, ist es schon alles gut. Gesundheitlich alles fit. Ja, wie gesagt, meine linke Schulter tut so weh. Ja. Ich gehe aber danach zum Arzt. Ich krieg das noch hin. Wenn es schlimmer wird, sagst du auch Bescheid, ne? Solange du noch hier bist. Dann rufen wir sofort jemanden an. Er sagt Bescheid. Alles klar, gut. Ah. Ilse, magst du mal versuchen? Ich kann nicht mal Auto fahren. Hm? Ich kann ja nicht mal Auto fahren. Was sagst du? Ich kann ja nicht mal Auto fahren. So. Dann dauert's ein bisschen. Bitte verurteilt mich nicht. Das tut niemand. Ja, feuern dich an. Okay. Ja, go, girl. Jetzt hupen die Schweinepiste da hinten. Unfassbar. Ja, das sind bestimmt auch Anfeuerungshuber. Ja, garantiert. Da! Da ist es doch. Fühlen Sie sich denn noch in der Lage, das zurückzufahren, oder so? Ungern, ehrlich gesagt. Ungern. Ja, dann, mach ich das ohne Führerschein. Easy. Ja, das ist hier unten erlaubt. Wieso macht das schon? So, sie fährt einmal hier rum. ich glaube, ich fahre das gleich rüber. Geil. Oh. So. Die fahren dann noch nicht wieder auf. Na, ich fahre so. Ich lauf mal so rum. Wenn ihr wollt, auf die Plätze, fertig, los! Es qualmt aber nicht.
Also zumindest habe ich es jetzt nicht qualmen sehen. Wir konnten ja einfach gleich noch mal alle. Ja. Dass wir es irgendwie übersehen haben. Ja, ich habe es mal vorne ganz vorne mit hingestellt. Alles klar. Gut, dann können wir wieder hochgehen. No? Das erste Mal mit so einem Ding gefahren. Ja, war doch fast wieder nicht. Ja, super war das. Das ist das Gute, du kannst da fahren, sogar ohne Führerschein fahren. Ach so, ne, das ist ja super. Ja. So. Das ist das Problem, manchmal kann man das vom Autoscooter nicht unterscheiden. Mhm. Zurückfahren oder? Ja, selbstverständlich fahren wir die noch zurück. Ja, dann muss meins nochmal angemacht werden. Das ja, natürlich. Ich will das kaputte zurückfahren. Kann ich sagen, ich bin schuld. Dankeschön. Ich war grün diesmal, ja, warum? Ja, erster Platz. Das kaputte fahren diesmal. Wir lieber zurück. Beim nicht, ersten Rennen war ich erster, diesmal zweiter. Brayshaw hat mich so aufgebumst. Nein, das ist mir aber so lieber. Nein, alles gut. Ja, die hat mich 3-4 Mal weggebumst. So, das Weiße ist an? Ja. Ist doch irgendein aus? Und bei euch alles gut? Okay. Wieso geht? Von Rachel? Was? Welches denn? Ja klar, welches? Eins von den drei, die noch leer sind. Also ja, ich weiß ja nicht, welcher, wo der Motor noch an ist. Ach, vorne. Ja, gut, gut. Aber das braune, wie gesagt, am besten nicht, das ist kaputt. Wo soll ich das hinfahren? Da, wo ihr gestartet seid, wo ich abgeholt habe. Ah, okay. Also rückwärts. Nee, ihr könnt hier einmal drehen. Soll ich das braune fahren? Das ist eine Ausnahme, wo man im Gegenverkehr fahren darf. Okay. Das kaputte Kart oder das Quatsch? Ich nehme das Kart. Okay. Dann ja. Kannst du selbst machen. Wenn ich in die Luft fliege, dann weißt du Bescheid. Aber immerhin tun das nicht unsere Kunden. Ja, und ich bin nur alt genug, das ist nicht so traurig drum. Das klingt gerade böse, als es Volt war. So, oh Gott. Alles gut? Ja. Super. Da war Rachel, Ladies and Gentlemen, Bobby der Wandküsser. No, und Rachel, die Bumsqueen. Hat's Ihnen denn eigentlich Spaß gemacht? War super. Mega. Ah, die Namen hat die jetzt weg, ne? Ja, das freut mich. Da vergiss die Helme nicht, sonst krieg ich mein Geld nicht. Ja, klar. Was für ein Helm? Was für ein Helm? Kann das gehen? Das machen wir vorne. Okay. Ja, dich ja. Ich wollte noch mal sagen, am 7.3. haben wir ein... Bischof, ich wette $5,000 auf dich. Na, ich mach mit. Teilnahmegebühr sind $70. Mhm. Bei
Venture findet ihr auch die Kontodaten, auf die ihr die überweisen müsstet, mit Namen und Telefonnummer, und dann seid ihr mit dabei am 7.3., wenn ja, ihr geil. Lust habt. Ja, klar. Gibt's einfach Preisgeld? Venture. Ich denke ja. Nein, $70 perfekt. Zurück. Nein, $70 zurück. Ja, wettet bloß nicht auf Bobby. Also einfach bei Venture gucken oder Venture halt im Auge behalten. Da ja. steht alles Wichtige drin. Ja, gerne. Bischof, ich werde $5,000 auf dich. Wieso? So gut bin ich gar nicht. Ja, doch. Okay, dann. Besser als Willi und das hat Sollen wir nach vorne gehen? Weil Willi ja. scheiße. Jeder ist besser als Willi. Ich war vor euch, ja. Lappen. Ja, also blau war richtig scheiße. Richtig gut. Also ich habe 5 männliche rausgegeben. Ja, ich habe nochmal 6 gegeben, also passt das. Also ich habe einen weiblichen. Ja, ich bin einfach kein Gentleman und fange einfach mal an. Alles klar. Willi drängelt sich einfach mal vor. Ja? Ja. Alles gut. Willi, mach jetzt hier rein. Ich wurde hier reingebumst. Ja, dann gib den Helm ab. Los. Ja, klar. Ja, einfach herkommen. Genau, oder meine Kollegin. Ja, ein von uns. Nö, ja, ich bin das dir. Also, nichts gegen die Kollegin. So, einen könnte ich noch nehmen. Ja, bitteschön. Dankeschön. So, dann bringst du eben. Bobby, der Mann, einen Helm abgegeben. Nee. Okay, bitteschön. Dankeschön. Jo, auch noch einer. Ja, einen kennt man noch. Ich hab noch einen. Hab ich jetzt die falschen gegeben? Posch, komm, ich hab was bekommen. Ja, ich hab was bekommen. Moment, Rina, sofort. Natürlich. So, alle, die abgegeben haben, können ja eigentlich raus. Na klar, ne? Ja, bitte schön. Vielen Dank. Immer so vorne. Ja. Ja. Bubu, also. Ich. Danke. Ist das nicht Freiheitsberaubung? Hallo? Nur wenn es die Polizei sieht. Spürschlaf. Ich kenne dich nicht. Danke. Ich rufe dich jetzt an, du kennst mich. Ilse, wie viele Helme hast du bekommen? 4 Stück. Warum hast du Flugmodus an? Warum hast du Flugmodus an? Okay. Ja, richtig. Haben wir denn alle? Morgen ab. Alle Helme wie viele zurück? Hast du? Ich hatte 4. Ich habe 6. Sie hatten keinen Helm bekommen, ne? Sie hatten ihren eigenen. Nein, ich hatte meine eigene. Alles klar, dann frage ich nochmal kurz die Helme weg und dann kriegen sie ihr Geld wieder. Na, natürlich. Hey, was hattet ihr geschrieben? Was? Wir müssen kurz warten, ist dazu. Wie gesagt, wir werden unsere Freiheit beraubt. Wer möchte Geld? Na, Achtung, einmal durchlassen. Ich? Die Kaution von 9. So. Wow. Wir sind frei. Wow. Freiheit! Wow. Bitte schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die schnelle Organisation. Ne? Ja, natürlich. Bis zum nächsten Mal, wie ich sehe. Ja, hoffentlich. Okay. Tschüss. Okay. Hi, machst du zu? Ja, habe ich gemacht. Gut, er hat jetzt nochmal angerufen. Oh, wow. Hallo? Wo bist du? Warum brauchst du so lange? Du hast dich auch eingetragen. Ja, hattest du doch. Was? Also check die Karte schon mal. Jetzt nehme ich die Frage, wie tankt man die jetzt?
Ich weiß nicht, wie man tankt. Benzin oder Diesel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt was Falsches dank Benzin, nicht wahr? Was sagst du? Bevor ich was Falsches dank Benzin, nicht wahr? Ich glaube ja. Aber der Orangene, ah ne, das mache ich. Den Orangen fahre ich gleich rein, weil der muss auch nochmal drüber geguckt werden. Ja. Okay. Ich denke meistens Benzin, ja. Weißt du besser was? Ne, ich habe keine Ahnung. Ja, Telefon? Die Karts werden mit Benzin getankt, ne? Ja, werde. Alles klar. Ilse? Ja? Bitte aufschreiben, wie viel du für die Tanks bezahlt hast. Alles klar. Wie viel vom Konto runtergegangen ist, weil das müssen wir nämlich notieren. Alles klar. Super. Sollte auch den Motor ausmachen. Hallo. Zwischen 11 und 11, aber da kam ja was dazwischen. Hi! Ja, ein Feuerzeug? Hat geklappt. So, Karte habe ich jetzt aufgetankt. Ja. ACLS mache ich dann gleich noch. Ansonsten ist, glaube ich, noch Auszahlen dran. Richtig? Ich denke, ja. Gut. Aber bevor ich die auszahle, muss ich noch sagen. Mhm. Mir hat das richtig Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Ach ne, das freut mich. Mich auch. Mir auch. So heißt das, Mensch. Grammatik. Ich musste dir nicht sagen, was zu tun ist. Ich musste dich nicht rufen. Ich musste dir nicht hinterher reden. Alles drum und dran. Du hast es von alleine gemacht. Mich sogar angerufen. Ja, ne, du bist selbstständig und das ist super. So gehört sich das doch, oder nicht? Kein Kommentar. Ach so, ja gut. Und das finde ich super, deswegen freue ich mich, wenn du dann öfters da bist. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Freitag, Samstag, genau. Immer. Also da bin ich prinzipiell immer da. Ja. Das mit Mittwoch und Sonntag werde ich den beiden dann auch noch erzählen. Mhm. Also es wird auf jeden Fall laufen. Ja, das freut mich. Gut. Ja, dann ja, auszahlen logischerweise noch. So. Da. Bitteschön. Ach, vielen Dank. Mensch, da ist der Führerschein schon fast gemacht. Ja. Fast schon, ja. 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 Da gehe ich mich schon mal umziehen, nicht wahr? Mach das. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt kommt Kritik. Jetzt habe ich echt schon gedacht, es kommt Kritik. Oh, wir haben nichts mehr zu fressen. So. Und das stimmt. Gute Nacht, Max von 2. Mal ganz kurz. Keks. Preze. Wieso wird immer viel Prezen?
So, super. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Das freut mich. No. Ich würde ja sagen, ich könnte dich irgendwo hinbringen, aber ich muss leider noch warten. Okay, Dema, ich rufe mir eine Dachse. Das ist kein okay. Problem. Ja. Oder willst du das machen, Francesco? Gib dir sogar meinen Autoschlüssel. Was würde ich machen? Ich habe gar nichts gehört. Ilse irgendwo in eine Stadt fahren. Weiß nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Das war frech. Wenn du Motorrad fahren willst. Ich habe dir gerade gesagt, ich gebe dir auch meinen Autoschlüssel. Ja, oder fahren wir Motorrad fahren? Wir können mit dem Motorrad fahren, bin ich mit der Sherry auch. Okay. Ja, dann okay. Auf geht's. Ja, dann prima. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Die wünsche ich auch. Alles klar, bis zum nächsten Mal, ja? Ja, bis nächstes Mal. Warte. Oh Gott. Ja. Oh Gott, das habe ich vollkommen vergessen. Du hast gesagt, du wärst morgen dabei, ja? Ja, wie gesagt, aber ich kann nicht so lange. Ich kann wieder bloß bis um 10, ne? Alles gut. Aber ich wäre viertel vor 5, wäre ich prinzipiell erreichbar. Viertel vor 5? Ja. Das ist super, weil wir treffen uns alle um 5 hier. Ach so, ne, perfekt. Dann müssen wir nämlich die Karte hochbringen. Null. Wäre vielleicht bei dir ein Problem, weil ich glaube, Karte auf der Straße ist dann ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht. Wenn ich schnell genug fahre, da können die keinen Führerschein überprüfen. Naja, wir werden von den Cops hoch eskortiert. Ach so, ja gut, das ist... Ja. Ja. Das steht aber noch nicht. Nein? Nee. Das ist kacke. Ja gut, also kann ich dem Ryan sagen, dass du dann auf jeden Fall morgen dabei bist, ja? Ja, das können wir machen. Bin ich kurz vor 5 hier, ne? Super. Alles klar, dann bis morgen. Dann bis morgen. Und fahr sie vorsichtig irgendwo hin. Frage ist immer noch, wohin? Zum PD-Mystisch. Achso. Ja, ich wohne gleich in der Nähe vom PD. Und so unten bei dem... Ja, Vespucci unten. Na, aber ich muss noch schnell einkaufen, von daher. Ja, okay. Reiche ich schnell dahin. Perfekt, das ist super lieb. Ja, kein Problem. Ja, wie hat es dir heute gefallen? Gut, oder? Heute war klasse. Sehr schön. Die waren nur alle sehr nett. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Also hat es Ihnen auch gefallen? Ja. Wer war das jetzt genau? Ja, das war der Herr Bischloff von PD und der hatte ein paar Freunde dabei. Okay. Ja. Hat der Geburtstag oder sowas? Ich weiß nicht warum genau. Aber ich glaube, die wollten einfach nur mal in der Runde Spaß haben. Ja, ist auch nicht schlecht, oder? Ja. Zwei kleinere Unfälle gab es, aber das war jetzt nichts Wildes. War kein MD, oder? Nee. Okay, gut. Wir hatten es ihm angeboten, dem einen jungen Mann, aber der meinte, nee, ist nicht notwendig. Er würde sowieso später zum MD gehen. Ah ja, perfekt. Naja, ist ihm sonst nichts Schlimmeres interessiert. Ja. Ich war ja ein bisschen nervös, war ja das erste Mal, dass ich richtig gearbeitet habe. Die letzten zwei Male war ja nur Probe. Ah, Quatsch, aber du hast ja auch nicht gearbeitet, also mit dem her. Ja. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, hat man ja auch anscheinend gesehen. Hat nur Gutes gehört. Ja, das ist ja super. Das hört man gern. Das glaube ich. Ich würde es auch gern. Ich bin ja schon lange aus dem Arbeitsleben raus, da muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Ja, klar, aber es ist doch ganz angenehm, oder? Ja. Und man verdient sein eigenes Geld. Richtig, eigenes Geld verdienen und es ist jetzt auch eben eher mehr ein Nebenjob als ein Hauptjob. Ja. Von dem her. Kann ich meine Rente ein bisschen genießen und habe zusätzlich noch einen Verdienst. Ja, richtig. Eben, früher oder später machst du dann einen Führerschein.
Dann guckst du mal einen kleinen Flitzer. Also, Führerschein hast du noch gar nicht? Nee, noch gar nicht. Ich wollte erst mal sparen. Okay, willst du auch Motorrad machen? Ja, auf jeden Fall. Die Sherry meinte schon, muss am besten beides zusammen machen. Ja, ist ein bisschen billiger dann. Ja. Obwohl manchmal die auch irgendwie anscheinend Motorrad einfach irgendwie an Tagen einfach mit dazu geben oder sowas. Nee, ich tue es lieber gleich von vornherein anmelden. Dann hab ich's noch. Ich hatte mir ein Auto ausgeguckt, da habe ich gedacht, das wird nicht so teuer sein. Ja, ja, habe ich heute angerufen, $27,000. Ach, du Schande. Was wolltest du denn? Ich wollte ein Dynasty haben. Ja, das ist so viel neu, oder was? Ja, ja. Jetzt gefällt er mir nicht mehr so gut. Kann ich verstehen. Aber gebraucht? Habe ich nicht gefragt. Ich habe erstmal nur nach neu gefragt. Aber da werde ich wohl dann eher so einen Club nehmen. Der kostet nur 5.000. Ja, ich danke dir. Ja, überhaupt kein Problem. Dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen nehme ich mal an, ne? Ja, bis morgen. Alles klar. Morgen auch da. Also treffen wir uns morgen um 5 bei der Kappa, ne? So machen wir das. Bis morgen, mein Guter. Super. Tschüss. Morgen. Ciao.